Hallo und herzlich willkommen zur Harfenzeit. Ich bin Ute und wir widmen uns heute dem Thema Stimmen der Harfe. Als Harfenspielerin oder Harfenspieler hast du es mit Stimmen ziemlich viel zu tun, schon allein wegen der Menge an Saiten, die wir stimmen, aber darüber hinaus auch, weil das Stimmen einer Harfe durchaus eine sensible Angelegenheit ist. Gar nicht jetzt in technischer Hinsicht, das ist nicht so schwer, das zeige ich dir alles. Viele Anfänger haben Angst, dass ihnen die Saiten reißen. Wenn man da aber ein paar grundlegende Tipps beachtet, dann passiert das so nicht. Knifflig meine ich eher hinsichtlich der Frage, wie stimme ich eigentlich die Harfe, also in welcher Stimmung und welche Tonintervalle strebe ich da an, damit das Ganze gut klingt. Das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich. Deshalb möchte ich auch zwei Videos machen. Das erste Video, dieses hier, widmet sich dem Thema Stimmen mit Stimmgerät, wo du diese ganzen Fragen nach Intervallen und pythagoreischem Komma und mit welchem Instrument, in welcher Stimmung spielst du eigentlich zusammen, dir noch nicht stellen musst. Das zweite Video möchte ich dann genau diesen Fragen, die ich gerade schon erwähnt habe, widmen und ein paar tiefer eintauchen in die Frage, wie stimme ich eigentlich die Harfe? Und da lege ich dann mein Stimmgerät in die Ecke und benutze meine Ohren. Das ist dann das Video Stimmen nach Gehör. Heute aber Stimmen mit Gerät. Dafür brauchst du Stimmschlüssel, möglichst den passenden für deine Harfe, verschiedene technische Ausstattung, das zeige ich dir gleich im Einzelnen. Um deine Harfe zu stimmen, benötigst du ein chromatisches Stimmgerät. Da solltest du gleich beim Kauf darauf achten, dass es ein chromatisches ist, damit es dann auch alle die Töne anzeigen kann, die du zum Stimmen benötigst. Zum Beispiel so ein handliches Stimmgerät kann das sein mit direkt eingebautem Mikrofon. Das hat den Vorteil, dass es hier auch eine Klinkenbuchse hat, wo du zum Beispiel ein externes Mikrofon wie ein solches Klemmmikrofon anstecken kannst. Das kannst du dann hinten im Schallloch der Harfe einklippen und bist damit unabhängig von Hintergrundgeräuschen. Kannst also auch stimmen, wenn du beispielsweise auf einer Bühne stimmst, während noch Musik eingespielt wird in der Einlasszeit oder so. Eine andere Möglichkeit ist auch zum Beispiel ein solches Klemmstimmgerät. Das kann man zum Beispiel auch hier an so einem Wirbel befestigen. Das nimmt Vibrationen auf und ist damit auch Hintergrundgeräusch unabhängig. Kannst du auch an Metall von so einer Klappe durchaus befestigen dadurch. Auch hier ist darauf zu achten, dass es auf jeden Fall eine chromatische Funktion hat, was dieses auch hat. Ich mache es mal an. Dann kannst du das sehen. Dieses kleine C, das da jetzt eingeblendet ist, das bedeutet chromatisch. Das hat hier mehrere Einstellungen, zum Beispiel auch G. Das ist dann so eine Vorkonfektionierung für Gitarre. Oder hier gibt es dann noch B, B für Bass, V, Violine oder U zum Beispiel für Ukulele. Aber wir brauchen das C, um chromatisch stimmen zu können. Wichtig ist jetzt noch, und es gilt auch für diese beiden und auch für andere chromatische Stimmgeräte, dass du mit enharmonischen Verwechslungen vertraut sein solltest. Wir bemühen uns, unsere Harfen in S zu stimmen. Da komme ich später nochmal drauf. Das bedeutet aber, dass die Stimmgeräte andere Töne anzeigen als die, mit denen du an sich rechnest. Denn die Stimmgeräte bevorzugen alle Anzeigen mit Kreuzvorzeichen. Das heißt, du wirst da kein Ass vorfinden. Wenn du in S-Dur stimmst, hast du ja ein S, ein Ass und ein B. Du wirst kein Ass vorfinden, sondern ein Gis. Du wirst kein S vorfinden, sondern ein Dis. Und statt eines B mit B-Vorzeichen ein A ist. Das ist einfach nur wichtig, dass dir das bewusst ist, sonst suchst du nach den Tönen auf deinem Stimmgerät und findest sie nicht und was dabei dann rauskommt, ist dann ein stimmliches Kauderwelsch. Das heißt, ich stelle meine kleine Harfe jetzt erstmal in S ein. Das bedeutet in dem Fall, dass ich alle Halbtonmechaniken, die momentan eingestellt sind, um Töne eben zu erhöhen, rausnehme. Hier in dem Fall, das sind die Peter Bruff Klappen, muss ich dazu alle Klappen nach oben stellen. Hier funktioniert die Mechanik einfach andersrum als bei den meisten anderen Klappen. Du hast wahrscheinlich Camac drauf oder Loveland oder Delacour.
Das sind alles Klappen, die andersrum funktionieren. Das bedeutet, du wirst die Klappe tendenziell nach oben nehmen, um den Halbton zu erhöhen. Das heißt, du stellst jetzt alle Klappen runter. Dann bist du in Es-Dur. Das machen wir nicht deshalb, weil Es-Dur irgendwie am praktischsten zu stimmen geht, sondern das hat einfach einen mechanischen Grund. Wir wollen die Saiten beim Stimmen, wo wir sie ja doch rauf und runter drehen, nicht über die Stifte der Halbtonmechanik drüber schleifen, sozusagen, um da einfach Verschleiß zu verhindern. Der erste wichtige Tipp beim Stimmen ist der, dass du in der Mitte anfangen solltest, zum Beispiel hier bei dem mittleren S, eingestrichenes S, und von da aus in den Bass runter stimmst. Und wenn du unten angekommen bist, gehst du wieder zurück zur Mitte und stimmst von der Mitte nach oben. Das liegt daran, dass die Basssaiten, speziell auch bei größeren Harfen, natürlich den größten Zug auf die Resonanzdecke ausüben und dadurch durchaus geeignet sind, wenn du die alle miteinander stimmst, dass sie die Resonanzdecke ein weniges anheben und das kann genügen, um deine Diskantsaiten wieder zu verstimmen. Wenn du die also schon vorher gestimmt hast und dann erst den Bass, dann läufst du Gefahr, dass du die aber doppelt hast und oben wieder stimmen darfst. Deshalb fängst du in der Mitte an, stimmst nach unten und dann erst die Diskantsaiten. Das mache ich jetzt mal so. Ich fange jetzt hier an. Ich muss gucken, dass ich das auch sehe. Also da seht ihr das jetzt. Ich drehe euch das mal rüber, dass mir das Gerät ein Dis anzeigt, wo ich ein S stimmen möchte. Ich drehe jetzt so lang, vorsichtig, bis der Ausschlag mir mittig grün angezeigt wird. Dann weiß ich, dass ich jetzt die Zielspannung der Saite für das S erreicht habe. Was ich jetzt immer noch mache, das ist der zweite Tipp, an der Saite mal ordentlich ziehen. Nicht zimperlich sein, zieht ein bisschen an der Saite. Das hat, jetzt muss ich wieder ein bisschen hoch. Das ist genau, was ich meine. Das hat einfach den Grund, da die Saiten ja hier oben alle über diese Umlenkstifte laufen, haben sie dadurch eine gewisse Reibung und damit auch einen Widerstand beim Stimmen. Und es kann leicht passieren, dass die Saite sich dann beim Stimmen zwar richtig anhört und richtig eingestellt ist und nachher greifst du nochmal beherzt in die Saiten, wenn du dann wirklich spielen willst. Und dann gibt das nochmal so ein bisschen nach und rastet nochmal so ein oder rutscht ein bisschen tiefer. Und dann hast du schön gestimmt und wenn du dann aber spielst, sind deine ganzen Saiten doch wieder zu tief. Deswegen empfiehlt es sich immer beim Stimmen durchaus an den Saiten ordentlich zu ziehen. Also nach dem ersten Erreichen der grünen Mitte nochmal ziehen und dann weiter stimmen. Ziehen, weiter stimmen. Das mache ich jetzt mal so von der Mitte bis nach unten. Und jetzt möchte ich von der Mitte nach oben weiterarbeiten. Ich mache das jetzt so, dass ich immer zwei, drei Saiten zurückgehe, weil auch da in der Mitte das manchmal dann schon sein kann, dass durch das Nachstimmen des Basses sich die Mitte verzogen hat. Ich fange jetzt also einfach mal hier beim C an und stimme. Das stimmt noch gut. Von da nach oben. Ja, was ihr seht, das ist der nächste wichtige Punkt beim Stimmen. Ihr müsst zwischendrin dämpfen. Stimmgeräte, anders als unsere Ohren, da kommen wir im nächsten Video drauf. Stimmgeräte wollen gerne nur eine einzige Frequenz haben, die sie abnehmen, um dann mit Sicherheit den Ton sauber zu setzen. Deswegen müsst ihr die sich aufschaukelnden Frequenzen, also so das Hintergrundrauschen, das ja immer entsteht, wenn Harfensaiten schwingen, dann schwingen die Töne im Resonanzkörper und es wird mehr und mehr. Und da sind dann viele unterschiedliche Frequenzen gleichzeitig vorhanden, die das Stimmgerät dann nicht mehr sauber trennen kann. Deswegen müsst ihr, wenn ihr mit Gerät stimmt, wirklich zwischen jeder Saite das, was da zu schwingen beginnt, abdämpfen und dann erst mit der nächsten Saite wieder anfangen. Ich mache weiter nach oben hin. In diesem Fall hatte ich jetzt folgendes Problem: Das Stimmgerät hat geflattert. Das kommt immer mal vor,
Entweder wirklich baulichtbedingt, dass manche Stimmgeräte in gewissen Frequenzen Probleme haben, oder aber eure Seite ist so arg verstimmt, dass das Stimmgerät euch nicht anzeigt, welche Seite das da erkennt. Dann könnt ihr euch zu Hilfe die Oktave zu Hilfe nehmen, indem ihr euch die einfach selber kurz vorspielt, dann den Zielton ungefähr dahin dreht, wo ihr die Oktave hört, und dann ist das meistens so, dass das Stimmgerät auch wieder erkennt, wo ihr seid und den Ton wieder mit aufnimmt. Nächster Tipp. Manchmal, gerade auch bei den höheren Saiten, habt ihr das Gefühl, als würde der Stimmwirbel leicht klemmen oder kleben oder als gäbe es da einen Widerstand. Da müsst ihr dann ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ihr zu sehr dreht, weil ihr über diesen Widerstand kommen wollt und dann rutscht euch der Wirbel doch ein Stück weiter. Und hier oben kann es dann eben schon sein, dass die Saite reißt. Die sind dann ja sehr kurz. Das heißt, die Drehung, die ihr da vollführt, verteilt sich auf nicht sehr viel Saitenlänge. Und dann kann das schon passieren. Deswegen empfehle ich hier, dass ihr zuerst mal zurückdreht. Wenn ihr merkt, ihr habt einen Widerstand, versucht nicht weiter zu drehen, sondern dreht zurück. Also runter, entspannt die Saite. So, jetzt seid ihr wieder in einem Bereich, wo das Stimmgerät euch nicht mehr erkennen kann, wo ihr seid. Das heißt, ihr nehmt wieder die Oktave zur Hilfe und dreht ungefähr dahin. Und jetzt könnt ihr euch per Stimmgerät von unten wieder annähern, da wo ihr hinwollt. Und auf diese Weise umgeht ihr die Gefahr, dass euch eine Saite reißt. Bei den tieferen Saiten ist die Gefahr nicht so groß. Das kann vorkommen, so wie gerade eben, vielleicht passiert es nochmal, ich drehe es mal zu euch, dass ihr nach dem Drehen ein, zwei Strichlein, das sind so 5 Cent, glaube ich, in dem Fall, zu hoch seid. Dreht nicht gleich wieder runter, zieht ordentlich an der Seite, manchmal rutscht das genau um diese ein, zwei Striche nach und ihr habt das Ergebnis, das ihr wollt. Da habt ihr es gesehen, um 3 Striche gibt es nach, wenn ich an der Seite ziehe. Jetzt bin ich leicht drüber, ziehe ich nochmal. Und dann bin ich drauf. Jetzt bin ich oben angekommen, also von dem mittleren S in den Bass gestimmt, dann nochmal beim C angefangen und nochmal ganz rauf zu den höchsten Tönen ist mein Instrument jetzt gut gestimmt, wohlgemerkt in temperierter Stimmung. Das ist wichtig, dass euch das wirklich bewusst ist, dass ihr jetzt eine gleichverteilte Stimmung über die gesamte Range eurer Harfe hergestellt habt, was euch in die positive Lage versetzt, dass ihr jetzt in jeder Tonart, die ihr eben zur Verfügung habt, so spielen könnt, dass die Harmonien oder auch das, was mal eine Schwebung erzeugt oder für manche Ohren dissonant klingt, dass die überall gleichermaßen verteilt sind, also nicht in einer B-Tonart jetzt stärker als in einer Kreuztonart. Ihr könnt mit allen Instrumenten zusammenspielen, ihr könnt mehrstimmig auf der Harfe spielen, ihr könnt tief unten im Bass greifen und gleichzeitig oben im Diskant eine Melodie spielen. Das wird sich nie mehr oder weniger reiben als an einer anderen Stelle der Harfe oder als in einer anderen Tonart. Und das ist auch genau das, was ihr herstellen wollt, wenn ihr temperiert stimmt mit Stimmgerät, so wie wir das jetzt gemeinsam gemacht haben. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Stimmen eurer Harfe und dann wünsche ich euch gute Stimmung beim Spielen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Zeit für die Harfe.